Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zack McCracken. Ich habe mir die erste Folge nochmal angesehen und mir ist aufgefallen, dass ich noch was ignoriert hatte, was der Kelt uns gesagt hatte. Und zwar hat er gesagt, dass er die Karte, die er im Traum gesehen hat, dass er die ja zeichnen könnte. So, und wir haben Tapetenfetzen, also Papier und einen Buntstift. Wir schauen mal, ob da ein Schuh draus wird, dass er seine Traumkarte zeichnen kann. Ich habe die Karte aus dem Traum gemalt. Okay, jetzt haben wir eine Tapetenkarte. Können wir die lesen? Was will uns der Autor damit sagen? Sollen das da irgendwie die USA sein? Nee, ne? Genau das weiß man noch nicht. Ja, wir haben halt Fragezeichen. Ich drücke mal auf so ein Fragezeichen. Nee, passiert nichts. Genau das weiß man noch nicht. Aber wie gesagt, das könnte irgendwie so die USA sein. Vielleicht noch nicht. Okay, das haben wir dann abgehakt. Dann gehen wir mal wieder vor die Tür und schauen mal, bis bald, ja. Was wir hier noch so tun können. Um die Ecke stand ja ein Auto. Ist das unser Auto? Ah nee, das ist ein Bus. Ups. Können wir hier auch sonst noch irgendwo? Geh zur 14. Straße. Losladen. Und was pratzelt hier vor sich hin? Ein Schild. Okay. Klingt nach kaputter Lampe oder fast kaputter Lampe. Dann lies mal Schild. Wir kaufen beinahe alles von beinahe jedem. Dann gehen wir da mal reingucken. Hallo, junger Mann. Ja, sei mal hallo. Das da ist doch so eine KitchenAid. Gab's die damals schon? Also wir haben Golfschläger. Die Küchenmaschine ist nicht zu verkaufen. Wir haben einen Werkzeugkasten, einen Hut, eine Nasenbrille. Da ist in der Zeitschrift, die beim Spiel dabei war, ist eine Story darüber, dass so eine riesen Nasenbrille haben, ich glaube Studenten waren das, haben eine Sphinx die angezogen. Und da wollte man irgendwie so die Freundschaft der Welt irgendwie damit in Gang bringen, so dass man zum Beispiel der Freiheitsstatue dann einen Turban aufsetzen kann oder so irgendwie, was war die Story. Aber ja, die beiden Studenten könnten jetzt aber auch zum Tode verurteilt werden. Genau, das weiß man noch nicht, aber ja, das war so eine Nasenbrille. So, und eine Gitarre. Verkaufsfenster für Lotto. Da gibt's auch irgendwas in dieser Zeitschrift, dass man irgendwie so Glück, nee, nicht um die Glück kaufen kann, aber irgendwie so, dass man im Lotto gewinnen kann. Irgendwie solche Tipps oder so. Vielleicht sollte ich die Telefonnummer mal raussuchen, dass wir dort mal anrufen können. Vielleicht können wir dort dann ganz viel Geld machen. Genau, das weiß man noch nicht. Aber können wir hier was kaufen? Also die Brille würde ich auf jeden Fall wollen. Werkzeug kann man auch gebrauchen, immer in solchen Spielen. Können wir... Ah, hier gibt es jetzt statt nehmen, gibt es jetzt Kaufe hier. Okay. Können wir kaufen? Werkzeugkasten. Ich würde gerne das hier kaufen. Kommen Sie hier rüber. $45. Hier ist meine Cashcard. Aber da geht's auch noch weiter. Danke. Hier. Da, das könnte ein Tentakel sein. Okay, wir haben einen Werkzeugkasten. Können wir den mal aufmachen? Was ist da drin? Wow, schau dir all das Werkzeug an. Offen. Achso, offener Werkzeugkasten. Ich dachte jetzt gerade offener Wegkasten, aber das ist wohl der Werkzeugkasten. Ein Schraubenschlüssel, ein Lichtungsband, ein Seil und eine Drahtschere. Okay.
Das da hat keinen Ankerpunkt. Taucheranzüge. Das ist doch bestimmt ein lila Tentakel. Das Ankaufsfenster, das Verkaufsfenster. Ach stimmt, da stand ja draußen, dass man auch Sachen verkaufen kann. Ich weiß jetzt noch nicht, was wir hier sonst noch haben müssen. Halten wir mal im Hinterkopf. Also hier könnte man einen Taucheranzug noch kaufen. Einen Hut, eine Nasenbrille und einen Golfschläger. Ah, Golf war auch ein Thema gewesen. Und zwar gibt es da irgendwelche Gurus, die dann schwebend über den Golfplatz sind und halt super gut im Golfspielen halt sind oder so, dass man dort seinen Golfscore irgendwie verbessern kann. Ich bin mal gespannt, wie viel dann diese Sachen, wo man dann irgendwie Geld hinschicken kann, anrufen kann und so, wie viel wir das möglich machen müssen. Also mit dem Lottogewinn würde mich auf jeden Fall interessieren. Muss ich mal alles nochmal raussuchen. So, was gibt's denn hier sonst noch? Einen Schlitzenschild. Was steht auf dem Schild? Gesellschaft für Archäologie San Francisco. Artefakte in Schlitz einwerfen. Das da drin könnte die Annie sein. Eine unserer Heldinnen. Nee, die ist verschlossen. Also wir sollen ja irgendwelche Artefakte suchen. Und die kann man dann irgendwie da einwerfen. Bin mal gespannt, wann wir unsere anderen Helden treffen. Da ist noch ein Schild. Könntest du das bitte nehmen? Nee, jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Ah, daher kommt das Pritzelbratzel, weil der Haarsalon Bob E. Pins ein Problem mit seiner Leuchtreklame hat. Vorübergehend geschlossen. Können wir die trotzdem öffnen? Nein, können wir nicht. Ja, wir haben nichts irgendwie Einbruchswerkzeugmäßiges. Können wir hier irgendwo weiter? Nee, können wir nicht. Dann gehen wir mal schauen, was es mit dem Bus da auf sich hat. Geh zum Bus. Ein Cashcard-Leser. Der Busfahrer sieht tot oder schlafend aus. Soll das da vorne eine Markierung sein, dass er schon vier Menschen getötet hat mit dem Bus? Oder wie soll ich das verstehen? Was passiert, wenn wir unsere Cashcard mit dem Gerät da benutzen? Ich komme nicht dran. Können wir den Bus öffnen? Die Tür kriege ich von außen nicht auf und der Fahrer schläft. Moment, wir hatten noch eine Tröte. Können wir die Tröte benutzen? Das ist das einzige Lied, das ich kenne. Ha, er ist wach. Hey, warum wecken Sie mich auf? Sie wollen bestimmt zum Flughafen? Alles einsteigen. Ja, wir sollten nach Seattle fliegen. Da ist für mich jetzt die Frage, ob ich da hinten noch was hätte kaufen sollen. Na gut, werden wir feststellen. So, Cashcard mit Laser. Nun, das ist keine Freifahrt. Ja, alte Frau, es kann geht so. Also gut, los geht's. Da ist ein komischer Typ. So, was haben wir hier? Ein Zeitungsautomat. Ein Ticketautomat. Ein Anhänger. Und Ausgang zum Flugzeug. Okay, was hat's mit dem Anhänger auf sich? Möchte ich dem irgendwas geben? Da stand halt auch was davon, dass Bettler halt dann auch in diesem Fantasieuniversum dann halt auch um Cashcards bitten, um dort dann irgendwie was abzubuchen. Vielleicht soll er sowas sein. Wir geben mal unsere Cashcard. Wir sind schlaue Menschen. Bitte in der Realität nicht mal nachmachen. Nee, Moment, benutzen geht nicht. Geben. V.
Willst du ein Buch über die Erleuchtung? Es kostet 42 Dollar. Auf, dass du wahre Erleuchtung findest. Haben wir das jetzt gekauft? Ja, haben wir. Es ist, wie du dein Selbstbewusstsein hebst und die Golfpunktzahl senkst. Ah, das ist das mit den Yogis, die über den Golfplatz schweben. Okay, alles klar. Dann Ticket haben wir eigentlich schon. Was können wir mit dem Zeitungsgedönse machen? Können wir da auch die Cashcard benutzen? Wir sind ein bisschen im Kaufrausch. Ich brauche keine zu kaufen. Ich lese nur rasch die Schlagzeilen. Okay. Hast du das gemacht? Sind wir schon. Können wir jetzt zum Flieger gehen? Weil ein Ticket haben wir ja nach Seattle. Sie sind spät dran. Ich zeige Ihnen Ihren Platz. Hier ist er. Meine Damen und Herren, Sie haben diesen Vortrag schon gehört, also mache ich es kurz. Bei einer zu erwartenden Wasserlandung können Sie Ihre Sitzkissen als Schwimmhilfen benutzen. Bei einem Notfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke wahrscheinlich. Genießen Sie den Flug. Ich werde das jedenfalls nicht. Okay. Hier ist der Essen. Okay. In der Zeitschrift ging es auch darum, dass man Stewardessen irgendwie ablecken kann, weil die Jetlag-mäßig geschädigt sind und dass da irgendwie immer Dinge verloren gehen und man neue Dinge findet oder so. Irgendwie. Können wir hier aufstehen und da mal zur Mikrowelle gucken gehen? Nee, die Vorhänge muss man nicht öffnen, da können wir direkt durch. Zurück zum Sitzplatz. Vielleicht sollten wir das versuchen, wenn sie gerade nicht da ist. Dann gehen wir so lang mal in die andere Richtung. Gepäckfach, das ist auf jeden Fall ein Ankerpunkt. Was ist da drin? Hey, Sie! Das dürfen Sie nicht tun. Gehen Sie sofort auf Ihren Platz zurück. Jetzt bleiben Sie hier. Okay, dann macht sie wieder zu. Dann gehen wir einfach mal nach hinten. Der sieht schlafend aus. Er ist aber kein Ankerpunkt. Also nur die Gepäckfächer und die Tür. Ich muss mal für kleine Mädels. Ah, ja, das ist wirklich die Toilette. Mach mal die Tür zu. Was können wir hier treiben? Da ist eine Toilette, Toilettenpapier, ein Rufknopf, eine Spülung. Kann man da wüste Dinge tun? Zum Beispiel Toilettenpapier nehmen. Ja, wir haben Toilettenpapier. Können wir drücken Toilettenspülung? Ja, können wir. Können wir den Rufknopf drücken? Was passiert dann? Nichts? Ah doch. Alles in Ordnung da drin? Alles in Ordnung da drin? Vielleicht, wenn wir uns jetzt nicht melden? Alles in Ordnung da drin? Mädel, du wiederholst dich. Ich warte jetzt drauf, dass sie irgendwann irgendwas tut, was uns irgendwie irgendwas bringt. Wir schauen mal weiter. Ansonsten gibt es nur Spüle, Rufknopf, Toilette. Kann man da den Klodeckel heben? Das lässt sich nicht öffnen. Können wir die Toilette benutzen? Entschuldigen Sie. Hast du, besten Dank, hast du dir auch die Flossen gewaschen? Ja, benutze Spüle mit
wenn wir da jetzt irgendwie einen Schabernack treiben und das Toilettenpapier vielleicht irgendwie reinmachen und das vielleicht zum Überlaufen bringen. Ich habe seltsame Gedanken, ich weiß. Benutze Toilettenpapier mit Spülbecken. Okay, aber das könnte die Spüle verstopfen. Das ist Sinn und Zweck der Übung, mein Bub. Und dann schalte ein Wasser. Vielleicht läuft's über. Dann machen wir mal die Tür auf. Aber wir waren das nicht. Geh zurück zu deinem Platz. Ich denke, die ist jetzt beschäftigt. Moment, können wir die da einsperren? Oh nein. Sabotierte Spülung, stranguliert, schreiende Stewardess. What? Okay, jetzt können wir hier Dinge tun. Der geht's hoffentlich gut. Wir gehen mal gucken. Dem über uns war auf jeden Fall irgendwas drin. Genau da. Was ist das? Ein Koffer. Können wir den nehmen? Der Besitzer würde das nicht mögen. Können wir den öffnen? Der Besitzer würde das nicht mögen. Scheiß auf den Besitzer. Geht das da auf? Ach, die Lady ist wieder da. Hey Sie! Das dürfen Sie nicht tun. Gehen Sie zurück auf Ihren Platz. Jetzt bleiben Sie hier. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwann landen. Können wir das wieder tun? Also normalerweise bin ich bei Flügen kein so ein renitenter Fluggast. Ah, ist wieder Klopapier da. Na klar, dann machen wir das bitte wieder. Toilettenpapier. So, benutze Toilettenpapier mit Spülbecken. Und schalte ein Spülbecken. Vielleicht müssen wir sie noch rufen. Zack, Düd. Hallo, Miss. Houston, we have a problem. Geh du dich kümmern, wir gehen nach vorne. Moment, hier. Ja, was ist das für eine Schweinerei? Hier hat man noch nicht geschaut. Aber ich glaube, die Koffer können wir nicht nehmen. Nee. Was ist das? Sauerstofftank. Können wir den nehmen? Sie könnte mich erwischen. Man, wir können Taucherausrüstung kaufen. Dann wäre Sauerstoff auch eine Maßnahme. Muss ich das schneller tun oder muss ich noch mehr kaputt machen, damit wir das tun können? Machen wir mal wieder Unfug. So, benutze Toilettenpapier mit Spülbecken und schalte ein Spülbecken und drücke Rufknopf. So, lauf. Mein Mädel, lauf. So. Nee, sie könnte mich erwischen, dann kommt sie direkt. Okay, da müssen wir irgendwie was Größeres machen. Weiß noch nicht was. Da müssen wir mehr Schabernack machen. Dann machen wir das nochmal. Ich will nämlich mal im Frontbereich noch nach der Mikrowelle und so gucken. Vielleicht können wir da mehr Schabernack machen. Wir sind fies, ich weiß. Was ist das? Wir werden gleich landen. Machen Sie sich zum Aussteigen bereit. Okay. Dann werden wir den Flieger jetzt nicht wieder fluten, sondern mal gucken, wo wir landen werden. Aber ich glaube, hier muss man noch Dinge tun. Aber wir sind schon gelandet. Es war eine Freude, Sie an Bord zu haben. Einen schönen Tag noch. Vor allen Dingen diese Freude, dass es so groß geschrieben war. Inzwischen im Geheimzimmer. Ah, wieder komisches Geräusch. Oh, Baby. Und was machst du gerade, bitteschön? Ich verehre den King. Hör sofort damit auf. Dein Auftrag ist, die Maschine zu bewachen, nicht wie ein Idiot zu tanzen.
Entschuldigung, Indiana Jones Werbung. Es gibt immer noch eine Chance. Eine sehr, sehr kleine Chance. Dass jemand das skolarische Gerät entdeckt und aktiviert. Das wäre das Einzige, was uns stoppen kann. Natürlich haben wir bald alles unter Kontrolle und machen uns keine Sorgen. Aber bis dahin, mach gefälligst deine Arbeit. Wie du findest, Boss. Don't be cool to my heartache cover, just treat me. Okay, jetzt müssten wir in Seattle sein. Möchten wir in Seattle eine Zeitung kaufen? Nein, er liest nur die Schlagzeilen. Okay, dann gehen wir mal rein nach Seattle. Okay. Vom Flughafen direkt in die Wildnis. Ist logisch, fände ich. Also nicht, aber egal. Das könnte das zweiköpfige Eichhörnchen sein. Ja. Das spielt auch in der Zeitung eine Rolle. Und zwar hat das irgendwo auf dem Campingplatz ein Pärchen angegriffen, konnte sich dann nicht entscheiden, ob es jetzt die Frau oder den Mann halt beißen soll. Und hat irgendwie das Zelt zerstört und hat am Ende dann den Mann in, ich glaube, Ohr und noch irgendwo hingebissen. Und die Frau hat dann ihren Mann ins Krankenhaus gefahren. Also es ist auch eine Persönlichkeit. Was? Lose? Loser Dreck. Okay. Loser Dreck. Ein Ast am Mount Rainier. Da hat doch unser Chef, glaube ich, gesagt, dass da irgendwo ein UFO gesichtet wurde. Ast. Können wir den Ast nehmen? Ja. Ja. Das war ein... Ja. Wir haben den ganzen Ast. Okay, ansonsten hatten wir den Berg. Und den losen Dreck. Können wir den losen Dreck nehmen? Oh. Das ist das zweiköpfige Eichhörnchen. Lass mal nachdenken, was wäre eine gute Schlagzeile? Wie wäre es mit zweiköpfiges Eichhörnchen greift Boulevardreporter an? Vielleicht zweiköpfiges Eichhörnchen verschlingt ganz Seattle und Tacoma? Gemeiner Boulevardreporter macht zweiköpfiges Eichhörnchen zum Monster. Ich hasse diesen Beruf. Seit wann haben wir Erdnüsse? Ha? Oder haben wir die jetzt im Dreck gefunden? Dann wären ja meine Hände schmutzig. Das hab ich mal nicht so. Oder waren die an dem Ast? Oder haben wir die vom Flugzeug? Das kann auch sein. Wir haben jetzt Erdnüsse. Können wir die an das Eichhörnchen geben? Es nahm die Erdnüsse und verschwand. Hm. So, der lose Dreck wird ja auch nicht umsonst da sein. Haben wir irgendein Gefäß, wo wir das reinmachen können? Dichtungsband, Bewerbung, Schraubenschlüssel, Fernbedienung, gelber Buntstift, Tröte, Tapetenkarte, Sushi im Glas. Nee. Können wir mit dem Aster irgendwie drecklose machen oder buddeln oder so irgendwas? Nach einer anstrengenden Kraberei? Oh. Uff, das war eine Menge Arbeit. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass du eine ganze Höhle da ausbuddelst. Aber ist okay. Wir haben eine Höhle gefunden. Können wir da rein? Ja, können wir. Ach, ist dunkel. Haben wir irgendwas, wo wir Licht anmachen können? Hinter war irgendwas. Oder? Ah, der Höhlenausgang. Vogelnest. War ein Vogelnest. Da war ein Vogelnest. Wo ist das Vogelnest? Vogelnest. Können wir das nehmen? Da komme ich nicht ran. Können wir mit dem Ast da was tun?
Geschafft. So, wir haben ein Vogelnest. Können wir das irgendwie öffnen? Ist da was drin? Es lässt sich nicht öffnen, okay. Was gibt's hier sonst noch so? Ah, eine Feuergrube. Okay. Feuergrube. Bei mir ist gerade irgendwas runtergefallen. Wir müssen sowieso in die Pause. Bis gleich.